Hallo und recht herzlich willkommen zurück hier im Bausimulator. Mein Name ist Stefan und ich begrüße auch den lieben Simon, der mit mir zusammen hier versucht, die restlichen 10% mittlerweile noch zu bekommen. Hallo Simon. Hi Stefan. Ja, die restlichen 10%, die sind, ich glaube, das Schwierigste hier. Ich glaube auch, dass die Profis unter euch hier im Bausim sich über uns die Hände zusammenschlagen und denken, oh Gott, die zwei. Die können nix und wieder nix. Aber das ist dann richtig. So. Hey, 8%. Ja. So. Sieben Prozent. Ja, so langsam. So langsam aber sicher wird's. So langsam, ja. So, 5%. Wir nähern uns so langsam, aber sicher an. Oh Mann. Vier Prozent. Oh. Oh, was da passiert? Ich weiß nicht. Drei Prozent. Ein Prozent, ne. 2%. Drei Prozent wieder runter. Ich hänge fest. Soll ich dir helfen? Nee, nee, geht schon. So. Thank you.
Mensch, du. Ein Prozent. Na. Leicht, wenn ich hier so ein bisschen blöd rumfahre. Oder auch nicht. Hm. Irgendwo müssen wir noch mal irgendwo 1% Pünktchen müssen wir irgendwo herholen. Das ist halt die Frage, woher, ne? Ja. So. Mann, oh Mann, oh Meter, du. Ah, dieses 1%. Aber ich könnte dir auch nicht sagen, wo es fehlt. Hier war ein Hubbel. So, ich bin aus dem Blauen draußen. Ah, oh, nee, oder? Der Anhänger steht hinten. Er hat das so blöd dahingestellt. Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht, du. Ich würde mal sagen, der, wo zuletzt den LKW hatte, oder? Nein, nein. Ja, das sagen sie alle. Also wenn man ganz genau guckt, die kleben sie nicht wirklich zu, aber ist okay. Super macht er das, der Simon. Das ist ja... Das ist echt klasse, wie er das macht. So elegant. Graziös. Ja. Baustelle räumen, okay. Wir hatten hier den Mini-Bagger stehen lassen. Mann. Einmal mit Profis arbeiten, du, sag ich dir. Aber echte. Ja, hier eine Katastrophe. So. Oh ne, da muss ich ja die Lärmschutzpfeiler da holen, oder was? Ja. Warte! Wo fährt denn du Lotsen denn mich hin? Ach, da hinten zum Bauhof. Na gut. Oh, let's get on. Let's get it on. Dum, dum. Let's get it on. Dum. 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 Okay. Der liebe Simon fährt und... Also wer bei mir im Chat ist, der sieht, dass der LKW doch ein bisschen arg in Bewegung ist. Und der klitscht ein bisschen hin und her. Bei dir auch, Simon? Nein. Wow. Ganz schön interessant. Boom, boom. Boom, boom, kleiner Satellit. Ui, aua, das tut doch weh.
Was tut weh? Das musst du dir angucken, du. Wenn ich da mal die Shorts hochlade, das ist interessant. Okay, bin ich mal gespannt. Gespannt, ui. Ui, ui, also hauptsächlich geht's um den Anhänger, der immer wieder in Ding in den Arm reinglitscht. Das ist ja schon gefühlt normal hier im Bausim. Ja. Aber man muss auch dazu sagen, das gehört irgendwie zu dem Spiel dazu. Ja, ja, ja. Also ich kann es mir wirklich nicht vorstellen, dieses Bausimulator fehlerfrei. Das ist irgendwie für mich ein Unding. So in Ansicht und der liebe Uiuiui. Und der liebe Uiuiui. Das Männle hier, das zittert ganz schön. Fahr doch zu. Es glitscht alles. Und der Simon hängt da voll im Lenkrad drin. Sehr schön. Ja. Jetzt machen wir erstmal ein paar Meter. Ui, 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 wie in der Formel 1 die Curbs mitnehmen. Ja. Auf geht's, ab geht's zum Bauhof. Oh, bei dir ist das Fahrzeug ganz normal? Ja. Vielleicht hat das was noch mit meiner Internetleitung zu tun. Ja, aber du bist ja der Host. Ja. Der Horst. Der Horst, ja. Interessant so. Auf jeden Fall. Ich nehme gerade jede Abkürzung, die ich nehmen kann. Gucken mal geschwind bei den Einstellungen, ob ich da was machen kann. Aber das haben wir schon des Öfteren entdeckt, dass da ja so ein paar Glitches sind. Ja, ja. Naja, keine Ahnung. Keine Ahnung ist eine gute Ahnung. Ja. So. Da kommt ein Kreisverkehr. Aua. Hey, du machst das ganze Auto hier. Auto weggehupt. Gleich zwei eliminiert. Ey, ja, was fahren die mir auch blöd im Weg rum, ey? Also ganz ehrlich. Ja, ja. Ach, guck mal, unser Straßenstück, wo wir gebaut haben. Sehr schön. Ui, 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 ui. Wo fährt denn der entlang hier? Endlich da. Na klar. So. Aber jetzt falls muss du ich nicht sagen, hast, der Auflieger klitscht bei mir jetzt auch. Okay. Also, falls du es noch nicht gesehen hast, die Platten passen farblich super zu unserem Anhänger, ne? Der durch die Gegend springt. Ja. Und weiter nach vorne, sonst passen nicht beide drauf. Na, der springende Anhänger hier, ne? Ja.
Ei, das ist ganz schön. Ganz schön schwierig hier mit runter dem. Runter und dann zurück. Bisschen runter. Und jetzt zurückziehen. Damit er ein bisschen weiter voll ist. Jetzt, genau, perfekt. Eieiei. Ah, das macht doch super. Das macht doch super. Aber bin mal gespannt, ob ich das auch alles so super laden kann. Ich denke schon. Weil ich kann nur eins sagen. 5, 4, 3, 2, 1.